Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play Card Hunter. Das letzte Mal haben wir hier The Wizard's Workshop durchgespielt. Haben einiges gewonnen. Wir haben jetzt schon einen Haufen Zeug, den wir nicht brauchen können, weil wir einfach zu wenig Slots haben, um sie einzusetzen. Was ich gut finde. Wir können diese Sachen leider noch nicht verkaufen. Ich weiß nicht genau warum. Finde ich eigentlich gar nicht richtig. Sollte durchaus machbar sein, dass man sowas verkauft. Naja, was soll's. Machen wir die nächste Level 2 Kampagne. Caverns of the Troglodytes. Adventurers! A warband of cannibalistic Trogs has taken up residence in a nearby cavern. Following a rush of disappearance is the Omelette villagers are offering a reward to anyone who can clear out troglodyte infested cavern not far outside of town. These foul creatures are said to dine on human flesh and bone. Will you be next on the menu in the caverns of the troglodytes? Naja, schauen wir mal, ob wir die nächste Mahlzeit für die Troglodyten sind. Trogs are nimble foes. You could equip some boots with more move cards if you can't close with them. Ah, verstehe. Die können sich offensichtlich mehr bewegen oder viel bewegen oder was weiß ich. Können die dann Fernkampf machen? Naja, werden wir dann schon sehen. The Omelette Elders direct you to a lonely hillside into which is hewn a crude opening, the location of the troublesome Trog Lair. A dark tunnel snakes downward through the earth, a tunnel filled with an increasingly revolting smell. Also, das ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Motiv. Bis jetzt hatten wir in jeder Kampagne einen revolting smell. Revolting Smell, für liebe Zuschauer, bedeutet widerwärtiger Gestank. Das ist ein Wortwitz, der auch in Chicken Run vorkommt im Übrigen. Da sagt der Mr. Tweedy, nachdem er von den Hühnern angegriffen wird, Mrs. Tweedy, the chicken are revolting! Und sie schaut nicht hin und meint darauf nur, wie sagt sie? Ja, was heißt endlich auf Englisch? Das sagt sie nämlich auf Englisch. Ja, endlich something we can, we are the same opinion of oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung, wie sie das sagt. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig, weil sie nämlich das Wort revolting in Form von widerwärtig bezieht, während er revolting in Form von Aufstand. Naja, ach Gott, vergiss es einfach. Lass uns gegen die Troglodyten kämpfen. Begin battle. Na gut. Encounter. Zwei Troglodyten gegen uns. Continue. Na gut. Naja, nachdem die scheinbar irgendwie besonders langsam sind, gehen wir mal besonders schnell sind, ja, besonders schnell sind, gehen wir mal hin zu ihnen. Schauen wir mal. Penetrating Sap, nein, Simple Bash, nein, Big Sap, nein. Sie muss auch näher ran. Na gut. Oh. Na, er kann das da machen. Ah, da können sie sich dann aber, glaube ich, nicht mehr bewegen. Soweit ich das weiß. Ja, genau. Aber ich will ja eigentlich, dass sie sich bewegen. Andererseits, wie weit kommst du nur mit Run? Na, das passt schon. Bleibt dort stehen. Was? Tough Hide? Der hat eine Rüstung. Arg. Schaden kriegt er keinen, aber immerhin muss er stehen bleiben. Gut, na dann geh du noch ein Stück weiter. Daher. Dann hörst du auf zu stabben. Was ist das?
Was? Weil das geht durch die Rüstung. Wow, Feigling. Aber... Noch einen hinterher. Und jetzt machen wir... Ah, verdammt! Das hätten wir schon früher machen müssen. Das ist dumm. Draining Touch. Ach, ich bin so dumm. Meine Güte. Ich bin mit der Magierin vorgegangen. Ach, weh. Dann kriegt sie dann kriegt sie sowas. Was kann denn das? Ah, okay. Soll sein. Tja, und dann gehen wir die... Wow. Fuck. Gary passes. Na gut, dann machen wir noch den Penny-Ding. Jetzt ist der tot. Na immerhin, einen Schaden hat er abgekriegt. Gut, ja, Runde zu Ende. So viel hat er ja nicht machen können, was ich okay finde. Ja? Okay, gut. So. Oh, mein Zwerg ist ja urweit. Kann ja urweit gehen. Ha, aber wir haben den Overswing. Der ist ein Wahnsinn. Der macht 10 Punkte Schaden. Ah, Hide hilft auch nicht. Was das dann wohl? Und so war das jetzt nicht. You got lucky there. I do wonder whether there is too much randomness in this game. Die Troglodyten? Ja, die haben sich mir in den Weg gestellt und die haben Bauern gegessen. Ja, lass sie ruhig Bauern essen. Sie haben doch auch Hunger. Die Stimme aus dem Off ist ein wenig bauernfeindlich. Troglodyten auch. Na, okay, gut. Nein. Ja, die sollen halt zum Bauern gehen und Erdäpfeln kaufen. Was ist, wenn die kein Gemüse vertragen? Vielleicht kotzen sie dann das ganze Fell vom Bauern an. Das ist ja noch schlimmer. Und für den Bauern nicht, weil das wäre sicherlich Dünger. You search the cavern. It is devoid of anything except for the splintering skulls and broken bones scattered around the Trox guard post. Poking around what must be their bed rolls, you discover some battered loot secret it inside. Beyond this, the tunnels lead deeper underground. Selecting the one with the most promising downward gradient leads you onward. Okay, collect loot. Also bei dem Bett finden wir was. Was ist das? Ein versatile Stuff. Zauberstab für die Zauberin. Naja, okay. Und ein Beginner Stuff. Wir nehmen mal alles. Sorcerer's Bolt, Short Spark, Long Spark, Spark, Penetrating Sap und Sap könnten wir haben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was hatten die jetzt gerade für einen Zauberstabel? Einen Jadesch Battle Staff. Aber der ist Level 6. Der ist Level 6 und der kann bashen. Aber damit müssen wir. To any other bash you play, keep. Oh. Dazu müssten wir in den Nahkampf. Also der Jade Battle Staff ist grundsätzlich mal jetzt nicht schlecht, aber so zum Zaubern ist er vielleicht nicht das Ideale, da ist vielleicht das da besser. Das ist wahrscheinlich eher was für den Krieger, was die da haben. Naja, nein, eher nicht. Ich glaube trotzdem, dass der Battle Staff besser ist. Der macht einfach mehr Wumms. Auch wenn man in die Dings, auch wenn man in den Infight geben muss. Na gut, machen wir einfach so. So wie wir sind. Ja, dann lass Can you be a bit quieter, please?
Melvin says it's important for the Game Master to be in control of the group at all times. Das heißt, be a little quieter, wir werden nicht aufhören zu reden. Ja? Du kannst sie ja ganz hinten stehen lassen, damit die Gegner zu ihr kommen. Und sie kann dabei ja abschießen von der Ferne. Ja, ja. Und dann macht sie, wenn sie vor ihr stehen, macht sie dann Wumms. Ja. Alles kaputt. Alles kaputt? Mhm. Okay. Stench Cavern. Da ist schon wieder Gestank. You reach a large gallery cavern. Anemic beams of light filter down from cracks in the ceiling. There are many stalactites and stalagmites, as is common for such places, and it is populated by a variety of rats and bats. Ratten und Fledermäuse also. A band of trogs are engaged in a horrid repast in the center of the cavern. The food drops from the greasy paws as they emit shrieks of surprise and rush towards you. Okay. Encounter! Ja, das ist blöd, das ist überall dieses Dings. Das Gebiet, wo man nicht einfach so durchgehen kann. The Trogs grunts echo of the cavern. Ich habe mir gerade so überlegt, weil ein Hund im Hintergrund gebellt hat, ob ich es aus dem Fenster schreien soll. Und den anbrüllen soll. Sie anbrüllen sollte. Du. Piep. Geh weg. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wir machen mal gar nichts. Schauen mal, ob sie näher kommen. Mal schauen, da ist schon einer. Sollen wir nochmal warten, ob sie näher kommen? Carvon, Carvon. Was ist das? Scuttle. Okay. Ja, wir passen nochmal. Trox Scuttler's Place, Scuttle. Okay, free move. Na dann. Na dann hauen wir mal fest drauf. Oh, das Süd ist einmal hinüber. Au! Der hat auf mich draufgehauen. Ist das Ork? Der hat sogar 3 Schaden gemacht. Bist du des Wahnsinns? Er hat auch Travons. Ich hab Deutsch geredet. Ich merk's. So, wie viel Schaden hält das? 2? Na gut, machen wir 2. So, wie schaut das bei dir aus? Du kannst nur zuhauen irgendwie. Aber das macht nichts. Die können jetzt. Ja, aber mit dem Sepp kommt sie nicht hin, wie du siehst. Sepp Brannigan hat sie. Mal daher. Mit ihr. Feigling. Sie haben schon Angst. Au, hörst du auf, sie zu hauen? Gibt's ja wohl nicht. So, Kind, mach du mal Run. Ah, Mist. Der kommt da auch nicht darüber. Machen wir so einen Drain. Ja. Frechheit. Na, das heben wir uns auf für den nächsten Zug. Kann der endlich mal kaputt gehen? Na, das dauert noch. So, na dann machen wir auch Endrunde. Dropped Guard, was ist das? Forgets about defense. Trade. Discard all block and armor cards. Oh, das ist ja cool. Das sind so Karten, mit einigen Gegenständen kommen solche Karten, die sind eher negativ.
die führen dazu, dass man dann irgendeinen Fehler hat. Und der droppt Guard, das heißt, er verliert alle seine Rüstungs- und Blockkarten. Was gut ist, weil er dadurch nur noch Run hat. Oder vielleicht auch nicht, was weiß ich. Hey, Burning Fingers! Der kann einen Stein nehmen, über den Kopf halten, weil die machen ja sowieso nichts. Und dann wumm. Vor allem, dass er nur Papiermaxi ist, also ich glaube, der wird umgehen. Na hey, hört's ja auf, meine arme Priesterin zu schlagen. Was kann Flaring Touch? Na, und alles in der Rüstung hängen bleiben. Ah, verdammt. Verdammt. Ach weh. Sie hätte noch Krabusch machen können. Ja, kann sie eh, sie kann ja noch vorgehen. Stimmt. Logisch. Und er macht das jetzt noch auf ja. Mit etwas Glück ist er hinüber. So. Also. Und sie geht jetzt daher und erlebt ja. Hier. Das sowas. Onwards. Incorrect. I think it's fair to say that Gary is playing fast and loose with the rules. To your advantage, I do not approve. Was? Was auch immer. The cavern is filthy and knee-deep in bat guano. Das ist gut für Feuerbälle. Dafür braucht man bat guano. Zumindest in D&D. Though a nauseating task, you are able to find some items of value among the detritus. Sadly, you will also discover the remains of several missing villagers. Wir haben Bauern gefunden. Returning these gruesome bundles to the villagers will surely bring bittersweet gratitude and heartache. Hey, der Zwerg ist Level 3. So großartig. Und auch meine Magierin ist Level 3. Und die Priesterin ebenfalls. Hurra, wir sind so gut. Hey, wir haben neue Schuhe gefunden. You can save time when selling treasure by dragging it to the box next to the chest there. Hier. Was? Continue? Was? Das verstehe ich nicht. Drag treasure. Ooh. Shiny earring. Take all. Unusable treasure item. Ah, verstehe, deshalb. Okay, was ist das? Eine green wand. Wieso kann eine green wand fire spray? Wieso sollte ich das wissen? Das ist aber jetzt nicht sonderlich großartig. Kann man das auch gleich verkaufen? Oh, ich hab's gefürchtet. Kann man natürlich nicht verkaufen, ist eh klar. Hey, aber er kann eine Armor jetzt tragen. Das ist gut. Da haben wir nämlich schon eine. Da haben wir nämlich jetzt schon eine. So, warte mal. Sie ist auch ein Arcane Skill, können wir da jetzt reintun. Wir haben noch keine Skills. Schade eigentlich. Zumindest keine Arcane Skills. Und du? Armor. Naja. Kann man auch nichts machen. Ich überlege gerade, du kriegst noch diese Stiefel vielleicht. Dann kannst du dich besser bewegen. Okay. Finish. Huh. Das war's. Hunters report signs of further Trog incursions.
pinpointing a cave on the coast as a potential source. Okay. Ah, wir könnten jetzt weitergehen und da weitermachen. Gut, aber unsere 20 Minuten sind zu Ende. Wir können noch immer, glaube ich, keine Sachen verkaufen. Uh-oh. Ich hasse euch. Wieso kann ich dieses Zeug nicht verkaufen? Das braucht doch kein Mensch. Und ich hätte ganz gern Geld, damit ich mir was Gescheites für da als Rüstung kaufen könnte. Ja, deshalb, weil man es nicht braucht, haben die das. Hey, da gibt es doch Sachen zum Kaufen, die ich mir leisten kann. Was ist das? Spark Inductor Kindler. Trade. Attach this card to yourself. Duration 2. Add 1 damage to any electrical attack. Subtract 2 from block rolls versus arcane cards. Okay. Das klingt nicht einmal schlecht. Whenever a burning card you control burns, it does 1 additional damage. Okay, gut. Da machen wir mehr elektrischen Schaden und mehr Feuerschaden. Und was ist arcane feedback? Never ever think of yourself, bla 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 bla. Ich glaube, das ist eher negativ. Magic Arcane. At the start of each round, take 1 point of arcane damage. Na super. Was heißt das? Man kriegt selbst Schaden ab. Das ist so eine schwarze Karte, die einen negativen Effekt bringt. Ah, ich weiß nicht, ob ich das da kaufen will. Ah, warte mal, aber die haben sowas nicht. Kindler Fire Spray, Ember Spray. Ah, okay. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass Ember. Dann weißt du mehr als ich. Ich weiß das nicht. Das sind zwei Codes. Naja, weiß ich nicht. Ja, das muss gut sein, weil bei Pokémon. Da gibt's die Attacke auf Englisch Amber und die heißt auf Deutsch übersetzt Glut. Ah, du weißt das aus Pokémon, na gut. Okay. Okay. Na. Ich will eher was Starkes gleich. Ich will gleich was Mächtiges. Mächtig, mächtig. Ember's Spray. Ja, wurscht. Ja, wie schon gesagt, die 20 Minuten sind um. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes.